Ja, dann herzlich willkommen in meinem Versteck. Mit einem Schlafsack, einem Sofa, einem Teddybären. Ja, was man halt so braucht, ne? Justizia ist hier einfach mal blind. Also, die Justiz. Und hat einen schönen Smiley. Ja, ich mag sie. So mag ich meine Justizia. So, dann kommen wir mal in die Katakomben. Hier kann ich euch mal so ein paar Sachen zeigen. Im Augenblick habe ich keine Maske auf. Ich trage keine Waffe in der Hand, nichts. Ich kann nur durch die Gegend rennen und mir alles angucken. Vorteil an der Geschichte ist, Wachleute bemerken nicht sofort, dass ihr ein Gangster seid und dass ihr sie ausrauben wollt. Ja, das heißt, ihr könnt euch jetzt die Karte angucken. Ihr solltet nur nicht durch Wachleute durchlaufen oder zu lange vor denen stehen bleiben. Aber das seht ihr dann auch im Bankraub, weil dann fangen die euch zu entdecken, beziehungsweise wenn ihr durchlauft, schlagen die sofort, also entdecken die euch sofort und wollen Alarm schlagen. Mitunter sehr nervig. Und wenn das mitten in der Bank passiert, kriegen das auch alle anderen mit und das führt meistens dazu, dass wirklich Alarm ausgelöst wird von irgendwem. Aber wenn ich jetzt G gedrückt halte, bereite Maske vor, dann setze ich meine Maske auf und kann mich ducken, kann schießen. Ihr habt kein also Fadenkreuz, ne, in diesem Spiel. Gibt es nicht. Habe ich nicht ausgeschaltet, sondern ist einfach nicht da. Ihr könnt an eure Waffen solche Laser bauen, die ihr mit Q aktivieren könnt, die mitunter als Zielhilfe ganz gut sind. Natürlich könnt ihr auch so über Kimmo und Korn zielen. Ich starte mal eben hier. Das ist jetzt meine leise Waffe, deswegen hat sie einen Schalldämpfer und schießt nicht besonders schnell. Sie ist halt hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass ich halt möglichst hohen Tarnwert bekomme. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt, das erzähle ich euch gleich noch eben. Zeige ich euch dann genauer. So, meine Pistole ist fürs Durchschießen gedacht, deswegen ist laut. Ich habe mir jetzt halt kein wirkliches Set zusammengelegt, weil im Augenblick zeige ich euch eh nur die Grundlage. Munitionstaschen kann ich halt benutzen. Ihr seht unten rechts meine Munitionsvorräte, um die wieder aufzufüllen. Da sind in den kleinen sind 300% drin, in den großen sind 500% drin. Ihr ladet immer zuerst die Munition für eure Sekundärwaffe nach und dann für eure Primärwaffe. Ja, das heißt, ihr solltet wirklich dazu sehen, dass ihr möglichst eine möglichst gute Sekundärwaffe bekommt, weil dafür bekommt ihr einfach deutlich mehr Munition. Aus den Munitionstaschen zum Beispiel. Primärwaffen sind natürlich auch sehr wichtig. Dann habt ihr eure eigene Sache dabei. Also, was ich ja, ich habe ja die Arzttasche mitgenommen, die ich mit G dann benutzen kann. Was oben rechts steht, jetzt ist das Fältchen leer, ne? Also in dem rechten Teil meines. Unten rechts in der Ecke stehen meine Lebenspunkte, meine Panzerung. Die Panzerung erholt sich wieder nach einer Zeit, die Lebenspunkte nicht. Danach steht die Munition, unten ist Sekundär, oben ist Primärwaffe, je nachdem was leuchtet, habe ich auch ausgewählt. Rechts daneben steht, ob ich Einzelschuss ist oben oder Mehrfachschuss benutzt habe, also Autofeuer. Kann ich mit V prinzipiell umstellen, kann ich bei diesen beiden Waffen jetzt nicht. Danach sind noch drei Felder da, das obere ist halt Arzttasche, ECM, Munitionstasche, was auch immer ich dabei habe. Und wie oft ich es dabei habe oder noch dabei habe. Darunter stehen Kabelbinder. Kabelbinder brauche ich, um Zivilisten zu fesseln. Und darunter stehen Granaten. Ja, Granaten kann man jetzt mal hier so auf den Boden schmeißen. Gehen halt hoch, natürlich, machen Schaden. Jetzt seht ihr, Panzerung erholt sich, Lebenspunkte nicht. Jetzt kann ich zu meiner Arzttasche gehen und meine Lebenspunkte nachfüllen. Plopp. Und jetzt ist hier auch weniger drin. Daran könnt ihr halt auch abschätzen, wie viele Ladungen sind da noch drin. Wenn ihr sie voll geskillt habt, könnt ihr zwei Arzttaschen legen mit jeweils vier Ladungen. So, ja, dann gehen wir hier mal kurz zu den Tresoren. Hier seht ihr halt kleine Tresore. Da sind zwar keine unermesslichen Schätze drin, aber in manchen Aufträgen müsst ihr sie halt knacken. Das gibt's prinzipiell drei Arten. Einmal mit dem Bohrer das Schloss aufbohren, Bohrer setzen, läuft. Dauert hier jetzt noch 176 Sekunden. Der kann halt ausfallen, dann fängt er an so komisch zu rattern und leuchtet orange. Da müsst ihr hingehen und den wieder aktivieren und so zieht sich das alles immer ein bisschen. Da ich ihn nicht geskillt habe, ist der ziemlich laut. Und wenn jetzt Wachen hier hinten lang gehen, gingen zum Beispiel in einem anderen Haus, dann würden die das hören, würden hierher kommen, du, was ist denn hier los? Und würden euch hier entdecken. Wenn ihr sie dann nicht umbringt, dann schlagen die Alarm und die Hölle ist los. Da seht ihr, er ist ausgefallen, leuchtet rot, er ist orange umrandet und rattert so komisch. Das Rattern ist noch lauter als das Bohren.
Und dann müsst ihr euch hier hinstellen und den langwierig hier aktivieren. Und ja gut, Bohrer sind immer eine relativ nervige Geschichte. Der Techniker kann die einmal so skillen, dass sie dann sehr, sehr leise sind. Das machen sie nicht mehr hören. Und dass sie deutlich schneller durchlaufen. Also diese Zeit hier deutlich weniger wird, aber nun gut, das müsst ihr machen. Dann habe ich euch von C4 erzählt. Das müsst ihr hier an jedem Punkt einmal ansetzen. Genauso wie bei den Türen werdet ihr gleich sehen. Und dann dauert das 3-4 Sekunden, keine Ahnung. Und dann geht das Ding hoch, dann fliegt hier schön die Tür raus. Und ihr könnt da die Beute ran. Ist natürlich sehr laut. Klar. Und macht automatisch jeden auf der Karte wach. Ihr müsst die auch nicht selber dabei haben, alle. Also ihr habt bis zu 6 C4-Ladungen dabei. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Scheiß Bohr. Und wenn ihr jetzt noch zwei Spiele habt, die jeweils zwei haben, oder drei Spiele habt, wo einer hat zwei und zwei haben noch eine übrig oder was auch immer, dann können die alle dahin gehen, ihre letzte Ladung setzen und sobald alle vier platziert sind, gehen die los. Und der Geist kann halt bei Tresoren trainieren, die mit Hand zu knacken. Das dauert recht lange, ist vollkommen leise, kann nicht schief gehen und ja, ist angenehmer als ein Bohrer, hat natürlich den Nachteil, dass ich das auch, wie jetzt zum Beispiel Bohrer reparieren oder Bohrer setzen oder so, als Aktion nicht abbrechen kann, sondern muss dann auch durch. Ja, das ist halt der Grund, warum Bohren ziemlich nervig ist, weil man hier ständig steht und das Ding repariert. Ja, also vielleicht schafft er die letzten 66 Sekunden ja alleine. So, hier nochmal ganz kurz hin, hier seht ihr halt so ein paar Masken, die ich mal kreiert habe. Das sind einmal die Masken für dafür, dass man die Aufträge auf einen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen hat. Auf schwer, auf sehr schwer, auf Overkill und auf Todesmut. Und das hier ist meine zweite Lieblingsmaske. Das ist die Hockey Heat Maske. Ich mag sie also gerne, weil die Muster und Farben darauf so schön zur Geltung kommen. Ja, und man kann mit denen viel machen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Masken, die man sich so aufsetzen kann, die auch sehr, sehr hübsch sind. Hier liegen so ein paar Waffen rum, die ich modifiziert habe. Ja, also, dass das hier mal ein G36 war, erkennt man mit viel Fantasie vielleicht noch, aber ich habe halt alles Mögliche dran umgebastelt. Oder ja, andere Waffen. Naja, die Modifikation werde ich euch gleich noch zeigen. Dann hier seht ihr einmal euren Tresor. Mein Bargeld stapelt sich mittlerweile. Offshore-Konto. Bargeld braucht ihr, um Skills zu kaufen, um Ausrüstung zu kaufen, um Waffen zu modifizieren, um Masken zu modifizieren. Und. Das Offshore-Konto, was hier in der Mitte steht, das braucht ihr, um Aufträge zu kaufen und um berüchtigt zu werden. Das Level-System funktioniert nämlich so. Also hier ist jetzt auf, hier ist ein bisschen Geld drin. Könnt ihr aufnehmen. $1000. Ob man die merken wird. Egal. Ihr bekommt pro Auftrag bekommt ihr Erfahrung. Mit der Erfahrung steigt der Level. Je schwieriger der Schwierigkeitsgrad ist und je schwieriger der Auftrag an sich ist, desto höher sind die Erfahrungen. Soweit so logisch. Für die Level kriegt ihr Skillpunkte. Die Skillpunkte könnt ihr im Skilltree verteilen. Die Skilltrees zeige ich euch gleich, wenn ich hier fertig bin. Wenn ihr Level 100 seid, ist das Maximum. Mehr geht nicht. Dann steht rechts im Menü, zeige ich euch auch gleich noch eben kurz, werde berüchtigt. Dafür braucht ihr 100.000 Offshore. Kostet euch das. Und ihr müsst Level 100 sein. Dann steht eine 1 vor eurem Level. Für diese 1 zeige ich euch auch gleich ganz kurz, könnt ihr im Berüchtigkeits-Skilltree euch Sachen kaufen. Neue Masken, Zusatz-XP. Ich brauche für die einzelnen Skilltrees weniger Punkte. Und. Zeige ich euch gleich nochmal genauer. Die ersten 5 Mal, meine ich, verliert ihr dabei aber all euer Bargeld und all euer restliches Offshore-Konto. Das heißt, ihr solltet zusehen, dass ihr Waffenslots gekauft habt, dass ihr eure Waffen modelliert habt, dass ihr eure Masken modelliert habt, weil das Geld ist sonst weg. Ja, wenn man
das fünfmal gemacht hat, danach verliert man sein Geld nicht mehr. Danach steigt man einfach auf und kostet einen vielleicht noch 100 Millionen. Ich habe nicht drauf geachtet, ich glaube schon. Aber die kriegt man während des Spielens eigentlich ziemlich gut zusammen. Und dann muss man halt natürlich wieder von Level 0 anfangen und sich hochleveln, um dann wieder auf Level 100 zu kommen, um dann wieder berüchtigt zu werden. Hört sich schlimmer an, als es ist, weil wenn man einmal auf Level 100 ist, hat man relativ brauchbare Waffen, dann kann man sich durch die Sachen sehr gut durchschießen und dann kann man mal eben schnell einen Auftrag machen. Da ist man nach dem ersten Auftrag Level 20, 30. Das ist alles nicht das Problem. Oder man fragt einfach ein paar Freunde, ey Leute, bin hier gerade berüchtigt geworden. Könnt ihr mir mal eben helfen? Dann ist das im Normalfall kein Problem. Dann wird eben Bankraub gemacht auf Todesmut, den ihr im nächsten Video auch sehen werdet. Und dann läuft das. Ja, also es ist jetzt nicht so schlimm, dass man hier jetzt sagen muss, ich muss jetzt wieder jetzt stundenlang spielen, nur um auf Level 3 zu kommen. Nein, nein, so ist es nicht. Holztüren. Holztüren könnt ihr einmal leise knacken. Hört halt keiner. Mache ich jetzt aber noch nicht. Es gibt eine Säge, damit könnt ihr Türen aufsägen, damit könnt ihr Schließfächer aufsägen, damit, ja, ne, immer wo dieses Sägesymbol hier halt ist, dieses Kreissägesymbol, könnt ihr halt aufsägen. Und Holztüren haben den ganz großen Vorteil. Man kann sie aufschießen. Glastüren könnt ihr Okay, Glastüren könnt ihr also nicht aufschießen. Ihr könnt das Glas zerschießen, aber das hilft euch nicht viel weiter. Die könnt ihr prinzipiell per Hand knacken. Das dauert nicht besonders lange. Das hier sind die Türen, die ich meinte, die ihr mit ECM aufmachen könnt. Dann platziert ihr den ECM hier, drückt euch hier, stellt euch hier hin, drückt F. Ihr könnt sie bohren. C4, Säge und diese Schaltfläche ist für diese Keycards hier. Steht Gensec drauf, Schlüsselkarten. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr eine findet, einfach aufheben, dann erscheint die rechts über eurem Namen. Auch mal eben ganz kurz dazu: Die Namen der anderen werden links daneben aufgeteilt. Sind nicht so klar groß wie euer, aber ihr könnt dort auch sehen, wie viel Munition haben die, wie viele Lebenspunkte haben die, was haben die noch an Ausrüstung dabei, haben die Keycards, Bretter, was ihr noch sehen werdet, Schlüssel, was auch immer. Ja, Brechstangen, was man so braucht. Das seht ihr aber in den einzelnen Heists dann und im nächsten Video spiele ich auch mit einem Freund zusammen. Da könnt ihr dann mal drauf achten. Ja, da könnt ihr dann einfach hier hingehen, Schlüsselkarte einsetzen, klack und die Tür geht auf. Ja, das hier sind halt Eisentüren, die könnt ihr mit C4 sprengen, die könnt ihr natürlich auch leise knacken, das spare ich mir jetzt. Und diese Türen kann man aufschießen ist natürlich immer die lauteste Methode, wenn es schnell gehen muss. So. Das war's dann erst einmal im Versteck. Viel mehr gibt es hierzu eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr jetzt noch denkt, ihr seid nicht gut vorbereitet, dann guckt euch einfach noch zwei, drei Heists an, die ich noch veröffentlichen werde. Dann wird einiges deutlich klarer. Also vieles entsteht halt aus dem Geschehen heraus.